Ich möchte dieses Video nutzen, um euch Wolfram Alpha vorzustellen. Wolfram Alpha ist eine Art Suchmaschine, aber nicht wie ihr es von Google kennt, dass ihr direkt Links zu Seiten bekommt, sondern Wolfram Alpha sucht quasi direkt nach der Lösung eurer Frage oder eurer Eingabe. Es funktioniert in mehreren Varianten, also zum Beispiel kann ich eine Frage gleich formulieren, also am besten auf Englisch, da kommt dann die beste Genauigkeit heraus. Zum Beispiel die Frage, wie viele Menschen in Berlin leben, also how many people live in Berlin. Fragezeichen dahinter und mit Enter abschicken. Jetzt sucht Wolfram Alpha uns die Antwort zu unserer Frage aus. Also er sieht schon, wir meinen Berlin und City Population und das Ergebnis ist 3,443 Millionen. Und dann gibt es dazu noch ein paar ergänzende Daten, also zum Beispiel ein historischer Verlauf oder wie viele im Umland leben. Und ich kann aber auch genauso nach dem Wetter fragen. How is the weather in Hamburg? Mal nehmen wir eine andere Stadt. Und dann bekommen wir das aktuelle Wetter angezeigt und eine kleine Voraussicht. Das ist jetzt die eine Sache, die man mit Wolfram Alpha machen kann, also einfach Texteingaben und Wolfram Alpha versucht, die irgendwie zu beantworten. Eine andere Möglichkeit ist, Rechnungen einzugeben. Also zum Beispiel 5 plus 5 mal 2. Können ja auch gleich mal gucken, ob er Punkt vor Strich beachtet. Genau, 15 kommt raus, also 5 mal 2 ist 10 plus 5 ist 15. So, das ist noch ganz einfach. Google kann so einfache Berechnungen auch schon machen. Aber Wolfram Alpha kann etwas mehr noch. Und was es noch mehr kann und wie ihr das für euch auch wirklich sinnvoll nutzen könnt, zeige ich euch dann in den nächsten Videos. Es erleichtert euch vielleicht ein bisschen das Hausaufgaben machen in Mathe.